Dann Das gehen ist zwei noch. Schaden durch, oder? Und Also, das muss nein, man. ein Ja, Schaden aber geht durch. ein Schaden geht durch und einen blocke ich mit einer Psyche. Weil, genau. Ja, Nein, zwei stimmt, ja. Schaden macht er und ein Schaden geht durch. Das hat der Oder andere. Ich eben einen im Schild. Erfahrungspunkt und ich verliere ein Leben. Ja. So. Und das waren alle Wyrmling Scouts. Genau, jetzt kommen die Schamanen und so weiter. Und der Naja, nein. Erdinger. Nein, Ach jetzt geht's nach der so. normalen Reihenfolge. Die Giant Viper hat 43. Die ist nicht mehr da. Oh. Giant Oh, Viper okay. ist tot. Gut, ja, richtig. Wir haben die gekillt. Ich lege wieder zurück die Karte von der Giant Viper. Nein, lass sie liegen. Vielleicht Warum? kommen wir weiter, Giant Viper. Es ist ja kein Mission dabei. Wir bleiben Oh, aufgerufen. das war. Naja, war schon tot. Also Blödsinn, die Runde, stimmt. Genau, aber Blödsinn, in der die nächsten, Runde. die kommt nicht mehr aufs Deck zurück. Ja, stimmt, du hast recht, du hast recht. Sorry. Wir wissen nicht, ob es weitere Giant Vipers gibt, oder, also vielleicht wissen wir es, wenn wir da hinschauen, was da auch liegt, aber das tun wir nicht. So. Sagt mir, wer dran ist. 34, warte mal. Ich gehe mir jetzt was Süßes zum War Essen holen. dran. 34 war zuletzt dran. Der Michi hat 70. Nein, 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 nein. Ich habe 53. 50. Für die Karte. Ah ja, ach, leg bitte links immer die Karte hin. Also so wie man liest. 50. Ja, dann bist du jetzt wirklich dran. Ja. Und dann sind alle Monster dran. Ich brauche jetzt aber meinen super mega Angriff nicht machen. Du meinst Heißt ich. Frostfall Storm, die Ja, obere ich Hälfte? werde nur die Attack 2 nutzen auf das Earth Elemental. Ja, bei Frostfall Storm würdest du sonst eh die Karte verlieren. Das Genau, willst du ja. ja nicht. Deswegen ich werde nur die Attack 2 verwenden, jetzt einmal auf den Earth Demon Elite 1. Dass der wegkommt, weil der hat eh nur mehr, wie viel Leben hat der? Eins? Eins haben wir. Eines, ja. Okay, also ich mache das jetzt, ich ziehe eine Karte. Minus 2. Ja, nein, hör auf. 0, passt, sind 2 Schaden. Er ist erledigt. Weg. Münze. Dann verwende ich das Movement und 3. Frage. Eigentlich will ich gar nicht bei der Tür stehen. Bin ich Leben für Nein, den. du willst nicht tanken. Stelle ich in die Nähe vom René. Ja, ich muss zum Und René. Michi, Ich mich da, ja. du bewegst dich von Ja. dort weg, ohne zu looten. Ja. Das heißt, ich mache eine Short Rest jetzt. Was, Leute, wir haben ein bisschen ein Problem. Wir lassen dort diesen einen Token ziemlich links liegen. Nein, nein, den darfst du dann holen. Ja, genau. Ich Warum? habe nichts Besseres zu tun. Ich will da alle schluten. Lass mich in Ruhe, ich will keine Token aufheben. Aber ich werde von dir nicht fordern, dass du die Token aufhebst, Michi. Passt. Sollten wir uns Wenn du nicht das aus eher irgendeinem darum Grund kümmern, nicht diese machen Viecher da willst. umzubringen? Ja, jetzt schon, weil der andere unbedingt die Tür aufmachen wollte. Ich meine, ich So, werde. warte mal, jetzt sind einmal alle Monster dran. Machen wir das noch schnell. Es fangen mit 58 die Giant Viper an, die es nicht mehr gibt. Dann ist der Schamane dran mit 89. Er hat ein Move minus 1. Er hat grundsätzlich Bewegung 3. Und er würde sich jetzt mit seinen zwei Bewegungspunkten so hinbewegen, als ob er einen Nahkampfangriff hätte. Genau auf dieses Feld hier. Ja, Er keine kann durch Frage. seine Gegner, also seine Leute Durch seine durchsehen. Verbündeten kann er durch, so wie wir durch unsere Verbündeten immer durch. Ja. Nachdem er sich bewegt hat, macht eine Heilung auf alle Verbündeten, die irrelevant ist, aber er bläst sich noch. Das ist relevant. Damit hat er Advantage in der nächsten Runde. Nun habe ich keine Ahnung, wo. Ah, nein, Bläst ist was anderes. Schon mal in den Regen schauen. Ich glaube, Bläst bedeutet, sie kriegen eine Critical Hit Karte in ihr Angriffsdeck hinein. Die einmal irgendwann gezogen wird. Nochmal überprüfen, ob es If a wirklich so figure is ist. blessed, it must shuffle a blessed card into its remaining attack Ja. modifier deck, ja. Ja, also die Monster haben jetzt einmal zwei Karten mehr in ihrem Deck. So. Wenn sie gezogen wird, kommt sie dann raus aus dem Deck, aber einmal wird sie wohl wahrscheinlich gezogen werden. Auf jeden Fall.
Das ist gar nicht gut für uns. Das ist potenziell verheerend. Böser Schamane. So. Der Erddämon, der neue, ist dran, nachdem wir alle gekillt haben, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Das ist eine Elite, damit hat er grundsätzlich zwei Bewegungspunkte. Er hat minus eins, damit bleibt ihm ein Bewegungspunkt übrig und der verfällt, weil er das einzige Feld, wo er hinziehen könnte, steht der Schamane. Und Attack kann er natürlich auch nicht Sie machen stehen sich und auch gegenseitig Erd. im Weg. Ja. Warte mal, ich habe ein Problem. Auf meinem Discard-Stapel liegen plötzlich nur noch zwei Karten. Und es sollten aber fünf liegen. Du hast drei Karten auf deinem Lost Pile liegen. Nein, Fünf. drei hast du. Du hast Auf dem drei am Lost Pile Discard. liegt gar nichts. Nein, achso, entschuldige, ich bin bei Michi. Ich bin jetzt bei mir. Es sollten fünf Karten liegen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Du hast vier Karten. Was sind das für vier? Die vier, die ganz links liegen, was sind das für welche? Das waren so diese Spezialkarten, wo ich mir was. Und was sind diese da? Nein. Na, dann kann es sein, dass da drei Karten drauf liegen. Warte, ich. Andi, lass mich mal. Ja, ich lasse die. Du Du schaust mich hast gerade das. nicht. Nein, du hast das drunter liegen. Alles ist okay. Ah, ist das. Ah, Du hast es warum einfach hat nur der. drunter, du hast das daneben hingelegt, die zwei. Ist sie nicht genau draufgelegen? Genau, Okay. Ah, Aschen, alles gut. okay. Danke, Michi. Ja. Ich glaube, die Runde ist beendet. Wir haben keine Energie, also keine Magie momentan aktiv. Müssen Decks gemischt werden. Von den Monstern sehe ich keines. Und Angriffskartendecks glaube ich auch keines. Also keiner ein Crit Hit oder ein Crit Fail gezogen. So, jetzt geht's um Short Rests. Ich würde gerne mir diese vier Münzen holen, deshalb muss ich einen Short Rest machen. Ja, Was? genau. Weil du die Karte brauchst, oder was? Naja, du hast noch vier Karten auf der Hand. Das ist Ich halt eine weiß, Verschwendung von Karten. aber so Aber. eine Gelegenheit gibt sich nicht. Das Das gibt's ja ist wohl sicher. nicht, das ist unfassbar. Bitte Ja, gebt schon. ihn, lasst ihn keinen Tank spawnen, irgendein Scoundrel oder sowas. Das ist absolute falsche Kraft dafür sowas. Könntest du bitte Ja, das tun, wofür dein Charakter da ist, nämlich vorne stehen und die Schläge abfangen? Ja, ich wollte ja Die reingehen. Ich Münzen hab's mich nicht aufsammeln? lassen. Ande, du darfst Ja. jetzt wieder rein. Was sagst du? Du darfst jetzt wieder tanken. Du musst nicht Münzen Okay, aufsammeln. Also wir verlangen ich das bin nicht von wo? dir. Okay. Also, sagen wir es mal so, du würdest uns nicht sehr glücklich machen, wenn du jetzt diese vier Münzen holen würdest. So schön es auch geht mit einer Lootkarte. Irgendjemand muss jetzt wirklich ordentlich tanken. Vor allem idealerweise Ich hatte mir nicht vorgenommen, durch die also Tür kommen lassen. wisst ihr, was ich mir denke, dass ich machen werde? Ich werde meinen Mantel verwenden und ich werde mich hier herstellen. Nein, am besten daher. Ja, das klingt gut. Ja, das wird wohl schwierig sein. Es Nur wird durch schwierig, da diesen steht schon Elite jemand. 5. Muss den Scout Und ich werde 5 dann da nur drinnen knallen. einen Zauber verwenden, Michi, der tolle zumindest. Idee, aber wir wissen nicht die Reihenfolgen. Wir können es nicht fix planen, dass das Ja, geht. Der René kann ja die Option sich offen halten, dass wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass er sich wirklich in die Tür reinstellt. Nein, ich Oder kann mich nicht in die Tür reinstellen, dort komme ich nämlich nicht hin. ja, Hat mal, dann. Reptilien haben jetzt gesagt, gilt auch für Fernangriffe, gell? Ja, solange es direkt benachbart ist, außer es gibt sogar Retaliate Range 2, dann geht es sogar auf Okay. Sonnenküssel von zwei Feldern bei. Was ich anbieten kann, ist, ich kann mich genau da herstellen mit meinem Mantel. Und wenn ihr wollt, kann ich versuchen, möglichst früh dran zu sein. Und dann mache ich einen Angriff, der mindestens drei von ihnen angreift. Wahrscheinlich eher vier. Das Dumme ist, das ist so ein enger Raum hier. Ja. Man Das sagen müsste diese Scouts sagen das auch gerade. die wirklich reinlassen. Ich kann immer nur einen angreifen auf diese Art so. Ja, aber warte Naja, mal ganz kurz. idealerweise. Ja, was sagst du? Natürlich kann ich machen. So. Du stehst jetzt einfach, lieber Brut, du stehst jetzt einfach nur in der Nähe der Tür und lass dich kloppen. Ja, genau.
Du brauchst nicht Leider. mehr angreifen. Für mehr Leute, Angriffe, Spellviewer. zwei Dinge nur. Ganz allgemein, wir müssen diese beiden Felder hier besetzen und möglichst früh. Ja, wie schon gesagt, also Idealerweise, da bevor kann ich mich die Scouts herstellen und dann dran sind. bin ich da Und im das Weg. Zweite, was ich sagen will, ich könnte relativ früh mich bewegen, und zwar hierher, und dann eine allgemeine Heilung Das starten, wäre sehr lieb was von die dir. Vergiftungen von, aber dann dürftet ihr halt nicht wegziehen, und ich bin zwar sehr früh dran, aber wenn ihr super früh wegzieht, dann habt ihr nichts davon. Aber so ist Anderer einfach. Vorschlag hat man. Ein Magier möchte sich hier hinstellen und unsichtbar werden, ja? Du Und könntest dich darf auch sich da dann hier herstellen oder hinstellen, naja, da glocken könntest du dich auch lassen. herstellen. Dann stellst du dich daher und du hast alle in der Range. Ja, Du das musst kann ich nur auch machen, ja? nach uns drankommen, ja? Dann schaue ich, dass ich spät dran bin, ja? Ja, Okay. und Dass genau, wenn ihr ich beide hin. nebeneinander steht. Ganz einfach. Ihr beide müsst Also, nur hier nebeneinander stehen. soll ein Unsichtbarer stehen. Hier wird ein Genau. Unsichtbarer Und was für stehen, ja. etwas ist mit dem Feld hier? Da Ich glaube, da musst solltest du ihn du an. stehen. Genau. Und was ist, wenn wir das einfach freilassen, wenn ich den bleibe, wo ich bin? Dann Und sind ich die rein. will lassen es Das ihr, Problem sollen sie ist, doch. durch sich selbst können sie durchgehen. Sie blockieren das Feld nicht, nur wenn sie dort stehen. Ja, aber hier ist es gut, hier ist es blockiert. Okay. Du, es Ja, wird eine okay. neue Karte gezogen, das heißt, die haben vielleicht auch keinen Range-Angriff. Deswegen wollen wir da blockieren und Normalerweise haben sie ja einschießen. keinen. Ja, okay. Aber Und wenn ich, sie nein, viel der andere hat. Movement haben, dann fahren sie einfach durch sich durch und dann greifen sie und dann umrunden sie dich. Ich sage nur eine Sache, der Andi hat grundsätzlich recht. Wir wollen ja auch möglichst schnell und möglichst viel weghauen, und wenn immer nur einer Ja, dasteht, oder beziehungsweise ich weiß nicht die genau. Frage ist nämlich, wie gute Möglichkeiten habt ihr mit Fernkampfangriffen, über den, der in der Tür Ich steht, gar hinweg, nicht. hinter zu behaken, und zwar möglichst viel auf einmal. Weil wenn das jemand kann, sollte er spät drankommen und dann seine Bombe zum irgendwo in dem Bereich hier Ihr werdet mich draufhauen. nicht Weil mögen, da ich werden werde sicher dort. überall irgendwelche Leute stehen. Also an der Stelle werde ich relativ viel rumstehen bleiben. Ich werde auch die Wunde drauf dort stehen. Ja, wenn, solange du da AOE-Angriff dahinter in den Raum hast, ist das absolut okay. Also hier finde ich es nicht gut, wenn da jemand lag. Da. Ich stehe nicht da, ich stehe da. Ja, Ihr du könnt durch stehst mich da. durchgehen und. Na, selbst wenn einer von uns in der Tür steht, ist es nicht so schlimm, weil wir können ja durch uns durchgehen. Ja, aber weißt du, ich kann dann immer nur einen angreifen. Und das geht nicht. Aber wenn wir Das muss Fernkampfangriffe haben, können effizienter wir sowieso gehen. mehr angreifen. Also ich habe keinen Fernkampfangriff. Nochmal, du gehst davon aus, dass wir keine Fernangriffe haben, ja? Okay, ihr Und ich habt's sag, du aber. bist mit drei Leuten unterwegs, die Fernangriffe haben, ja? Ja, du bist da die Okay. Ausnahme, Andi. Das Ja. heißt, Und wenn ich du soll dort mich vorne stehst, hinstellen. Andi, Ja, okay. dann ist eh immer irgendeiner da, der dich angreift und den du angreifen kannst. Ja, Ja, okay, gut. eine Sache nur wegen meiner Heilung. Ich werde nicht zu spät dran sein, das geht von den Karten her nicht. Ja? Also ich bin relativ früh dran. Also Relativ wenn früh. einer von euch beiden früh zieht, oder vor mir dran ist, muss er halt schauen, dass er neben den anderen sich hinstellt. Ich habe relativ viel Bewegung, also ich komme an ein Feld neben euch beide, aber ihr müsst mir quasi eine Also Option lassen, dass ich mich wohin stelle, weiter erreiche dann. wenn ich ich spät möchte. drankomme, geht das aber nicht, gell? Ich muss also, ich kann nur mittel drankommen. Eigentlich. Nur, wer weiß, mit etwas Pech kommen die Scouts eh so früh dran, dass der Plan sowieso nicht funktioniert. Verstehe. Erstens und zweitens geht es ja eigentlich nur darum, dass wir zwei mal nebeneinander stehen müssen für die Heilung. Das Ja? kriegen wir auf jeden Fall Das hin. heißt, der Sogar im schlimmsten Spellweaver Fall. müsst halt früh runter. Ihr dürft einfach nicht auseinanderziehen, das ist das Einzige. Also ich Und schaue, ideal, also ja. ich gehe so früh wie möglich. Sagen wir es mal so. Nein, sogar wenn ich als Erster dran bin, ist auch keine Tragik, dann ziehe ich halt einfach Okay, daher. aber wollte gerade sagen, ja. Okay, Ja, also na ich gut. bin grundsätzlich. Dann komme ich ich halt bin's. ruhig an, ja. Ich habe meine Karten gelegt. Ich habe meine Karten abgelegt. Ich werde es ein bisschen flexibler machen, aber ich möchte eigentlich spät drankommen. Ja. Das heißt, warte mal, rechts oder links liegt die Karte, die als. So wie du liest, also links ist immer die Karte,
Bewegung, die Initiative. Passt. Okay, passt, wir decken auf. 34. 84. 18 beim Andi. 20 beim René. Bin ich der Erste. Decken wir mal auf, die Vipers kriegen keine Karte, weil von denen gibt's keine. Alle anderen drei kriegen ja seine Karte. Bitte. Nein, nicht das ganze Deck. Nein. Nicht das ganze Deck. Siebenundachtzig, 35, 89. Sehr gut. Die Scouts machen einen Jump und oh. einen Loot. Die nehmen uns um. Ja, die können machen. Stell dir vor. Ja, die springen über uns drüber. Die springen nein, über nein. uns drüber. Die haben so Move plus 1, ja. Ja, und die sind noch sehr, sehr aber beweglich. Sie machen keinen Ding, sie machen sie keinen machen keine Angriffe. Sie wollen uns looten. Übrigens, sie looten natürlich Münzen, aber sie looten keine Tokens. Schade, das würde sie vielleicht vergessen. So. Ja. Und mit Initiative 18 wird wohl der andere anfangen. Oder ist jemand niedriger? Ich habe 20. Ja, Andi, dann René und dann. Ich bin der Erste. Und dann ich, ja, in der Reihenfolge. Ihr habt gesagt, ich soll mich jetzt da herstellen. Mhm. Ich glaube, das ist am besten. Na gut, dann gehe ich da mal her. Und das habe ich jetzt, ist egal. Ich verwende nur die Bewegung 2, Angriff 2. Mhm. Nein, nein, ich mache den Angriff. Schau mal her, bei Leaping Cleave, dann mache ich genau Angriff 3. Ich kann das machen, auch wenn nur einer da spielt, gell? Nochmal Leaping Cleave? Ja, er verwendet Eye for an Eye, die 2 Bewegung und nimmt dann bei Leaping Cleave nehme Bramble. Ich das Angriff. Wo ist Leaping Cleave? Jetzt Tremble, glaube ich. Ah, wo meine Hand drauf ist. Wo ist deine Hand drauf? Ah, verdammt. Entschuldigung. Ich habe die Karten in meiner Hand über den Karten liegen. Ihr habt die da liegen. Entschuldigung. Alles zurück. Okay. Also was jetzt? Also was mache ich? Genau. Mit Tremble mache ich einfach einen Angriff 3. Angriff 3, genau, ja. Auf den Elite 5. Auf den Elite 5. Also Angriff 4 auf den Elite 5. Ja, er hat noch einen Lebenspunkt. Ein Leben hat er noch. So. Mein Zug ist fertig. Na gut, ich verwende die Movement von Frost Armor, also die 2er Movement von Frost Armor und bewege mich mal daher. Ja, bin ich da jetzt schön? Nein, da stehe ich auf dem Andi, Mist. Ja, und dann verwende ich diesen lustigen neuen Zauberspruch, den ich mir geholt habe, Icy Blast. Der macht einmal Eismagie, also blaue Magie haben wir dann. Okay. Und er macht immerhin einen schönen Flächenschaden und sie sind muddled. Muddled okay. heißt, sie kriegen für ihren Angriff Disadvantage, wenn sie es überleben. Ich kann aber fürchte ich nur den Wyrmling Scout 10, 7 und 9 angreifen. Ja, also diese. Wenn du hier in die Mitte schießt. Wenn ich ihn hier in die Mitte schieße, quasi. Ich könnte auch 10 Elite 7 und den Elite 5. Den würde ich damit Je weiter wahrscheinlich nach umbringen. Wenn du 3 erreichst, desto weiter hinten hau ich drauf. Also ich würde die nehmen, weil, ja, die sind. Ja, sie. Den vordersten kannst du, glaube ich, einmal lassen. Ich gut, ja. Gut. Ja, das schaut gut aus. Ja. Dann fange ich mal mit dem Elite 7er an, mit dem Angriff. Ah, verdammt, jetzt habe ich es mir in die Hand genommen. Das ist es. Oh, und mach 4 Punkte Schaden. Wie viel Schaden? 4 Punkte. Das überlebt er. Ja, leider. Und er ist muddled. Und er ist muddled. Das heißt, er kriegt Disadvantage. Gib bitte.
Das Ding haben wir schon, das aus das Model. Ich habe schon Muddle Ah, hingelegt. okay, Das passt. ist Das nicht war weiter. jetzt Ah, nicht war jetzt so. schon Und weiter. dann der erste von den beiden kleinen kriegt nur einen Dann Schaden. Scout Nummer 9, ja. Scout Nummer 9 geht runter auf 2 und wird auch Muddled. Und jetzt ist 10 dran. Und der Zehner Ah, das habe ich nicht. kriegt 3 Punkte Schaden und Der ist damit, glaube ich, stirbt. tot, oder? Nein, nein, wenigstens. Gut. Ja, der ist tot. Ja. Yay, ich nehme ihn mir, ich nehme ihn mir. Ja. Ja, da haben die Trophäe. wenigstens Eine dann gleich Münze, was zu bitte. tun. Ja, genau, können Sie gleich was looten. Legt die Münze trotzdem hin. Was passiert Ja, mit wer den weiß, ob Münzen, die sie sie noch looten? Verlieren sie die dann wieder, wenn sie verschwinden. sterben? Ich habe es gerade nachgeschaut. Nein, tun sie nicht. Da steht sogar in Regeln ausdrücklich drin, auf die Idee sind andere auch schon gekommen. Wie was? René, du kriegst 2 Erfahrung, die Wenn man Karte ihn ist lost, tötet, Iron kriegt man die Blast. Münzen, gell? Nein? Das wäre aber logisch. Ja, leider nicht. Okay, das heißt, Frost Armor ist discarded, Ice Blast ist lost und und 2 Erfahrung gibt es von René noch. Und dann ist sein Zug beendet und meiner ist dran. So. Du bist dran, ja. Ich hab's verpfuscht. Ich hab die Wartet falsche mal, Karte was ich gewählt. vergessen habe, ist, Hat mal. ich aktiviere im Übrigen. Hat mal. Ich habe Ja? vergessen zu sagen, ich aktiviere meine Cloak of Invisibility. Ja, mach nur. Ich habe keine andere Du Sorgen. hast es gesagt. Ich habe die falsche Karte gewählt. Wieso wähle ich die? Da liegt die richtige hin, Nein, oder? nein, 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 das mache ich nicht. Ich habe es verpusht und ich habe es verpusht. Das wird nicht helfen. Was hast du gemacht? Hast du uns jetzt nicht Ich habe geheilt? die Bewegungskarte vergessen hinzulegen. Ich weiß nicht, warum ich diese Karte hingelegt. Keine Ahnung, was ich. Ich habe da muss ich. Du kannst auf die Mütze fahren, oder? Ja, haha. Ja, ich. Geh auf die Münze und Na, lass es verpuffen. na ich habe eine Fernkampfheilung, die werde ich nicht zu einem von euch beiden, kann Nein, ich zumindest da hat draußen man. weggeben. Nein. Ich Ich kann hab's sonst nichts extra Sinnvolles flexibel machen. gestaltet, ja. Ich meine, ich kann entweder, es kommt darauf an, wie die jetzt stehen, ja. Entweder ich mache einen Flächenschaden, ja, oder ich heile uns beide. Ich tendiere aber trotzdem für Flächenschaden. Weil die haben noch Bewegung nach dem Scout 35, die kommen nach. Naja, Michi, wenn ich dich jetzt vom Poison heile, wird deine Heilung dich entsprechend nicht nur vom Reden von Poison Heal heilen, sondern dir to. die Lebenspunkte zurückgeben. Na und? Ja, Zwei aber wenn du die Lebenspunkte? Flächenheilung Willst du nicht mit haben? willst von der mit Heal 3 und Range, oder? Was? Was? Schlag die Heal 3, Range Ja, 3. wir sind. Was Das von der oberen Bellwesen Hälfte ist von Rest unsichtbar, Relative oder? Mist. Tja, irgendwas oben muss er ja machen. Es ist ja Musst du wurscht, nicht? dass Nein, er kann es denn. verbuffen. Nein, musst du nicht. Ja, schon, aber es Nein, bringt ja ich kann nichts, was wenn er anderes die machen. Karte genau gar. Doch, die Option ist folgende. Untere Hälfte von Rest Relative Mist. Ich bewege mich hierher. Zwei Felder, ja. Dann heile ich den, also das vom Michi weggeben und dann kann noch ein Kannst dich Fernkampfangriff da machen. nicht hinbewegen, weil du musstest ja durch die Dornen durch, oder? Ja, dann kriege ich einen Schaden. Ist mir doch wurscht. Und dann könnte ich noch einen Fernkampfangriff auf den Scout machen. Ja, ist besser, Ja, bin ich besser. ja. natürlich. Okay, Michi gibt dein Poison weg. Ich nehme einen Schaden. So. Ja, ich habe hypothetisch 2 Ziele, aber ich nutze nur eines. Angriffswert 2. Ich ziehe eine Karte. Ein Schaden geht durch. Auf den Elite 5, der ist tot. Um nur ein Schaden, das ist minus 1 und 3 Ja, Schaden. ich Also habe ein Attack, zwei an. Trigger Attack 2, ja. Aber es ist Okay. wurscht, er hat einen Schaden Ja. gebraucht, den hat er gekriegt. Eine Münze bitte hinlegen. Ja, Das ist der hier. das kommt weg. Und meine beiden Karten sind discarded und ich werde nächstes Mal länger drüber nachdenken, warum ich welche Karte nehme. Und Mac Sind ist dran. dran. Ja, wie ist das? Diejenigen, die noch übrig sind. Was haben die jetzt auf ihrer Karte? Movement
plus 1 und Jump. Das Das heißt, heißt, ihr Movement 4. sie haben alle beide Varianten Movement 4 und werden dann looten weiter. Es fängt an, Elite 7, nein, Elite 1, da steht da hin. Mit 4 Bewegungspunkten und Jump kann er sich Er auf kann eins von nicht diesen über den beiden Baum Feldern. drüber, oder? Doch, Okay. doch. Er kann sich auf eins von diesen beiden Feldern bewegen und die sind beide ziemlich gleich. Ich glaube, er bewegt sich hierher, damit die anderen mehr Platz haben. Nein. Ja. Naja, sinnvoller ist Ziel schon da, deine. ja. Ja, dann auf jeden Weil Fall. er da schneller bei uns Obwohl, ist. da steht er dem Schamanen und dem Dämon im Weg. Ja, weil Hypothetisch. wir den kürzesten Weg haben zu seinen Gegnern Ja. und wenn er da oben steht, hätte er Du einen hast längeren recht. Weg. Du hast recht, weil ohne Jump ist der Weg so länger. Aber ich glaube, Jetzt es gehört braucht der sogar so nicht. Steamer dran. 1, 2, 3. Hüpft er zu uns hinein? Macht er das Er erst? hüpft nur so kurz, wie es geht. Das heißt, in die Ach Tür. so, er hüpft hierher. Und er lootet die beiden Münzen. Aber wenn er Loot 1 hat, heißt das nicht, dass er. Wieso sollte er daher Eins. springen? Er kann das ja Eins. auch da looten. Nein, nein. Wichtig. Für seine Bewegung ignoriert er den Looten. Seine Bewegung macht das so, als ob er nachher einen Nahkampfangriff haben wollte. Okay. Ja? Wo er am besten lootet, ist ihm dafür egal. Okay. Aber er greift jetzt an, ne? Nein, er hat keinen Attack. Nein, er So, hat ja, kein okay, Dings. ja. Der Neuner geht entweder hierher oder hierher. Ja, na warte mal, 1, 2, 3, er kann nicht drüber springen, er hat kein Feld, wo er hinspringen kann. Auch mit 4 Bewegungspunkten nicht. Ja, wurscht. Gut, das war der Scout. Mit 74 hat der Schamane, was hast du, Michi? 87. 87, dann ist der Schamane dran. Schamane hat Movement minus Bewegung 1. 2. Er bleibt in Bewegung 2, dann hat er einen Angriff über Reichweite 3, aber ich schätze, wir werden nirgendwo hinkommen, oder? Steigt er auf die Wurzel drauf? Darf er das? Oder darf er nicht? Auf den Token darf er drauf, da wird er hingehen, ja? Genau. Aber Reichweite 3, da reicht er keinen Punkt, und Genau. zum Glück. Das war dann sein Zug. 87 hat der Erddämon Der und bewegt sich 87 hat. zwei. Der geht quasi Nein, warte, der hierher. Michi hat 87 und ist früher dran, Achso. beim Erddämon. Ist ja warum Cool. hast du eigentlich vorher das Gift geheilt? Also du hast dich vorher bewegt, Hartner? Ja, Und ich wie. hatte, warte mal, die liegt hier oben auf die Karte, die Unterhälfte von Restorative Mist. Ich habe mich zu dir hinbewegt mit Move 2 Oh. und dann hat sie das Heal 1. Das war das, was dir das Gift weggegeben hat. Ich habe da ein bisschen meine Karten so flexibler gestaltet, ne? Aber Wenn das Spiel jetzt. dran ist, muss man das eh machen. Das ist wirklich eine schöne Heilkarte, Nature's Lift. Ja, eben, war ja die, weil ich flexibel bleiben wollte, ja. Ja. Aber. Frage, Ja, die was ich Frage ist, mache. was du mit Move 4 machst. Er hat nichts mit mir machen. Er wird da bleiben, wo ich Auf bin. die, du könntest auf die Münze gehen. Hebt nichts auf. Ach so, entschuldige, Jetzt habe ich geh bitte vergessen. auf die Münze und heb was auf. Ja, Jetzt passt schon. mach's einfach. Ande, ist so brutal. Nicht nur, dass du dann die Münze nicht aufheben durftest, es hebt sie auch niemand anderer auf. Ja, das heißt, ich kann sie ja noch holen. Ich kann den hinten treffen, oder? Ja. Den hinten, Ich den verstehe das Werwolf, nicht, den dass Elite Scout meinst du? euch die Ja? Münzen nicht Nicht locken, die Elite, ich möchte verstehe ich. einen Ach Wert so, mit denken dem sogar. Heilen. So, schaut mal. Kann ich den treffen von da? Ja. Den Grauen, nicht den Den Elite. Grauen? Line of Sight geht's, ja. Ja, Ja, die ja, geht ja. ohne Problem. Gut, dann verwende ich Massive Boulder. Dann kannst du aber nicht heilen. Ich werfe jetzt aufs Heilen, oder? Ich meine, das Spellweaver wird dann hinten stehen. Ich heile mich jetzt nicht Naja, also ich aus dem bleibe jetzt 2. auf jeden Fall noch eine Runde dort stehen. Ja, Möchte ich an eh. dieser Stelle nur sagen. Mach drei Schaden auf den da hinten, Ja, ja? Er ist Michi, es tot macht Sinn, quasi. ja. Und daneben mache ich einen Schaden auf alles, was daneben steht. Das heißt, der ist auch tot. Ist das richtig? Der hat nur mal ein Leben, oder? Ja. Ja, der hat nur noch ein Leben. Das heißt, die beiden sind weg dann. Okay?
Gut, also ich ziehe mal, ich greife mal den Grauen an, den Neuner, okay? Plus zwei. War hier ein Schaden. Mit einem Schaden, und das überlebt er noch. Ja, verdammt, okay. Der Und Wyrmling Scout kriegt der automatisch einen bekommt, Schaden, oder? genau, der bekommt einfach Ja. so einen Schaden. Das Der auf Nummer jeden 7 Fall. ist es. Ja. Da brauchst du nichts würfeln, der ist Der einfach ist so tot. tot. Der ist einfach tot, genau. Ihn. Eine Münze. So. Dann hätte ich noch zwei Bewegungen oder ich aktiviere das Ding, aber wir haben nicht wirklich Energie, ne? Hätte noch zwei Bewegungen, mache ich. Du könntest dich da in die Mitte stellen, da hast du das beste Line of Daher Sight. stellen. Da kannst du dich natürlich auch herstellen, da wirst du nicht gesehen. Und hast aber auch keine Line of Sight nach irgendwo hin. Ja, es geht eher, ich werde nachher reinspringen wahrscheinlich wieder. Ich werde eine Runde noch machen, dann werde ich eine Long Rest machen. Ich mache nächste Runde eine Long Rest. Die Runde ist abgeschlossen. Nein, der Dämon ist noch. Ja, ich überlege noch, was ich mache, ob Ah, ich ja. mich. Nein, ich bleibe einfach da stehen. Störe ich irgendwen dort? Nein, oder? Oh ja, den Magier, der möchte sich dann da hinstellen. So? Ah, Nein, warte ich mal, bleib warte da, mal, ich warte kann noch mal, warte mal. schießen. Bei der Long Rest kriegt man Lebenspunkte zurück, oder? Genau. Ja, oder man wird pausenlos. Alternativ. Wie viele Lebenspunkte hätte man denn dazu gekriegt? Zwei. Zwei. Aber das Poison muss sowieso wegnehmen, nehme ich mal an. Ja, also wenn du jetzt eine Long Rest machst und vorher Poison bist, dann wird die Long Rest dein Poison beseitigen und dir keine Lebenspunkte zurück. Nee, dann wäre es mir doch lieber gewesen, du hättest mich geheilt. Ja, ich weiß. Und das war auch der Plan. Ich war nur zu dumm dafür. Ja, schön, dass du das einsiehst. Aber Das mach dir bringt keinen mich, Stress. das bringt mein Leben trotzdem nicht zurück. Mach dir keinen Stress, okay? Ist okay. Ich mach mir Mach keinen dir keinen Stress. Stress. Mit wem redest du? Mit René oder mit mir? Mit René. Okay, ich mache mir Ja. Stress. Boah. Energie geht um eins runter, nämlich die Eisenergie. Die Eisenergie, ja. Ach. Ich habe übrigens, ich Öde habe Eisenergie. Naturenergie erzeugt. Und Dann gib dir auch auf Waning bitte gleich, weil ich auch meins schon zurück. Wir nein, mischen die das schöne Angriffskartendeck Energie. der Scouts, weil das auf einer Karte drauf war. Die anderen bleiben, wie sie sind. Unsere Attack Modifier Decks werden auch nicht gemischt, glaube ich. Du, Und jetzt Ragnar, noch, ich war gibt wahrscheinlich schon das jemand fünfte aber Mal, aber der Earth Demon, ist noch was dran. bedeutet das, was Ah, da unten den steht? haben wir vergessen, der ist noch dran, Ja. ja. Entschuldige, Was be nein, ich glaube, bewegt hat er. Hat er sich noch nicht ja. Er bewegt? bewegt sich hierher. Ja, schon, aber Ja. was bedeutet das, was da unten steht? Moment, Move plus 0 heißt doch, er bewegt sich gar nicht, oder? Doch, das heißt, er bewegt sich mit seiner normalen Er hat keinen Bewegungsstärke. Das ist, Modifier. sind Okay. zwei Punkte, zwei Bewegungspunkte. Das würde bedeuten, Habt er. ihr ihn schon bewegt? Ich habe ihn Ja. bewegt. Ja. Und zwei Felder. Ja. Und was Genau. erzeugt er da unten für Magie? Na, warte mal, seine Attack ist Würde. irrelevant und er erzeugt mit einer beliebigen Energie, die es gibt, erzeugt er Erdenergie stattdessen. Okay. Das Also ist er aber nimmt eine wurscht. beliebige weg. Ist, Weil warte mal, ja. da werde ich würfeln. 1 bis 3, welche von Nein, den beiden er nimmt. Hartmann, es Ach ist so, egal. ja. Nein. Er nimmt die Ja, blaue es ist Energie zu. egal. Ja, entschuldige, ja. Naja, nein, Oder? ich, er kann sogar die Wieso eigene nimmt er die nehmen. blaue? Stopp, Nein, es ist nein. zufällig. Ich würfel. 1 bis 3 ist Erdenergie. Und Du es hast nicht ist... gewürfelt, Nein, dann er nimmt würfel. Eis. Dann ist Eis jetzt auf 0, Eis ist weil. auf 0 und das bleibt auf Waning, Genau, und das bleibt auf sonst wären beide da Waning, geblieben, wo sie sind, ja. Also es ist genau. schlecht, weil Eis verbrauchen können, glaube ich, gell? Und für mich ist es jetzt relativ egal, nachdem ich jetzt eh schlafe. So, will jemand einen Shortrest machen? Short Rest heißt, eine zufällige Karte kommt weg. Long Rest, man sucht sich's aus. Okay. Nein, ich habe sogar schon meine Karten hingelegt. Ich bin der Erste. Ja, weil du nur zwei hast. Aber die Reihenfolge solltest du Trotzdem. wirklich gut überlegen von den beiden. Ich kann Zur entweder mittel- Strategie. oder spät kommen. Gibt es Und eine ich habe mich jetzt Strategie? zwei.
Ja, Kann meine man eigentlich auf Strategie einen ist, ich mache Coin, eine ganz Long kurz, Rest. hat man ganz kurz nur eine Frage, kann man auf ein Coinfeld gehen, ohne dass man es lootet? Na, ich glaube, das ist automatisch, aber ich schaue es nochmal nach. Nein, ich schaue es nach, nachdem ich meine Karten ausgewählt habe. Du brauchst es ja einfach nur nicht aufheben. Gib's mir. Unser Magier will jetzt dann zurückgehen, oder? Wer ist nun Nein, mit dir unser runter Magier dann? bleibt jetzt einmal stehen und macht eine Er Long wird Rest in spät dieser dran Runde. sein. Er wird spät dran sein. Ach so, mit Longas bist du unsichtbar, gell? Ich bin unsichtbar und komme bei 99 dran. Ja. Das heißt, du bist nur ein Obstakel in dieser Runde. Genau. Ich weiß nicht, was ich Aber machen muss. ich weiß nicht, wie spät ist es denn schon? Es Halb ist jetzt zwölf. halb Halb zwölf. zwölf. Wir Okay, legen wollen nur wir die noch eine Karten Runde noch hin. machen, oder? Der Markt, Die die wird Karten. runter.